So, liebe Leute, weiter geht's heute in Freiburg mit dem Auswärtsspiel. Ja, und wir haben jetzt 11 Punkte. Wie ihr seht, mit dem Sieg wäre es wieder möglich, oben ranzuspringen. Mit der Niederlage sind wir weit, weit weg, was die Spitzenposition betrifft. Kannst du mal meinen Teller gestellt, dann kannst du lösen. So, ja, genau, Freiburg auswärts, auf geht's. Beim Heimspiel bin ich zuversichtlicher, bei dem Auswärtsspiel eher nicht. Hoffentlich haben wir es. Ansonsten ist vielleicht der Titel weg. Also ja, mal gucken halt. Das ist wieder die Lage. Ist es nicht weiter tragisch. Wir sind Aufsteiger. Für uns geht erstmal nur in erster Linie nur um den Klassenerhalt. Und ja. Genau, Wettbewerbsrekord sind 41 Tore. Wir haben jetzt aktuell 6 erstmal nur. Oh, Kanada verliert uns gegen Katar. Das kann wahrscheinlich nur ein Testspiel gewesen sein. Ja, gehen wir rein ins Match. Auf geht's. Auf geht's, auf geht's. Eigentlich keine so schlechte Truppe, warum die Wunder, dass die abgestiegen sind. Naja, wir werden jetzt groß ändern. Nach dem 2-2 in Hannover, 2-2 in Bremen, 2-2 gegen Hannover. Und ja. Mal schauen, wie war jetzt heute. Wir sind also 3 Spiele umgeschlagen. Nachdem wir sagen, Karlsruhe lief es eigentlich mit 2 Siegen und einem Unentschieden. Mal schauen, was heute so passiert. Auf geht's ins Match. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. Willkommen im Europaparkstadion, liebe Zuschauer. Ich darf Sie recht herzlich zu diesem Spiel begrüßen. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Und bei uns geht es am heutigen Tage um ein Spiel in der zweiten Bundesliga. Und ich glaube, heute wird niemand enttäuscht werden. Erwartungen sind groß und das sind einfach Mannschaften, die wissen, wie sie mit diesen Erwartungen umgehen können. Das sind zwei Mannschaften, Wolf, die kennen den Begriff Freundschaftsspiel eigentlich gar nicht. Die geben immer Vollgas. Und jetzt geht's los. Ja, auf geht's ins Match. Die ersten 45 Minuten an. Ich habe gerade ein bisschen geschwiegen wegen der Atmosphäre, einfach mal ein bisschen reinzubringen. Aber schauen wir mal. Halt, wie gesagt, Freiburg hat 16 Punkte. Wir haben 11 momentan. Mit dem Sieg wären wir bis auf 2 dran. Mit der Niederlage wären wir weit, weit weg. Tolle Parade. Und so geht der Ball knapp über die Latte. Dann wären uns 8 Punkte auf Freiburg alleine. Aber wie gesagt, mal schauen. Ja, auswärts sind wir noch nicht so gut drin in der Partie. Zu Hause sieht es ein bisschen besser aus. Zu Hause haben wir bisher alles gewonnen. Er könnte hier heute der Über. Ja, es wird Abseits sein. Ja, ja, es war Abseits. Es ist richtig. Ja. Alles ist gut. Richtige Entscheidung vom Schiedsrichter. 7 Minuten gespielt in Freiburg. Oh, Fehler, Hüfler, ne, boah. Zuletzt gab es ja einen Heimsieg, daran wollen sie anknüpfen.
2:1 war das Endresultat. Gegen Werder. Und jetzt hat man die Riesenchance im Freiburg 1-0. Der Tabellenführer führt 1-0. Greffo. Es ist eigentlich die erste gute Chance. Sie haben es gut gespielt. Schön gelaufen, Greffo. Keine Chance für den Keeper. Oh, der sieht aber unglücklich aus. Der hat aber ganz komische Flugbahn gehabt. Ja, den kannst du auch. Den kann man eventuell halten. Ich sag dem Keeper gerade, dass er nicht zu 100% verschuldet. Zweitens steht also für Freiburg. Greffo hat getroffen. Und jetzt haben wir nochmal ein hartes Stück Arbeit. Wir laufen wieder dem Rückstand auswärts hinterher. Das ist nicht das erste Mal. Und Stürmer! Aus den Pfosten! Am Ende kommt vielleicht, das wäre die richtige Antwort gewesen hier. Ball weiter im Spiel. Da hätten sie sich fast mit dem Ausgleich belohnt, aber kein Glück in dieser Szene. Alu-Treffer und man spürt den Frust bis hier oben auf die Kommentatorenplätze. Sie ziehen den nächsten Angriff auf. Vielleicht haben sie Peters jetzt mehr Erfolg. Ah. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Es gab einen Elfmeter auf einem anderen Platz, deswegen mal kurz rüber ins Studio. So, der Druck hat ein bisschen was gebracht. Freiburg spielt den mal erstmal aus. Andresen, Sterne. Sterne. War wirklich klasse geschossen. Schlecht wir gespielt. Stehen also weiterhin 1:0. 21 Minuten sind gespielt. Vielen Dank und damit zurück zu so, also von Tuna, für Düsseldorf in Düsseldorf. Ihr seht oben rechts bestimmt mal die Ergebnisse eingeblendet. Höfler. Gregoritsch. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Der dann durchmarschiert und noch zwei Mann stehen da. So, diesmal hatten wir einen. Ja, toll gehalten. Und wieder Ecke Freiburg. Wir haben so ein bisschen Probleme mit unseren kurzen Ecken. Ball kommt nicht durch, er macht zu. Der Ball ist weg. Abstoß. Dresen und. Okay, ich frage mich, war das. War der Spieler da noch dran? Aber ist egal. Alles gut, wir nehmen es mit. Ja, da ist Platz jetzt. Freiburg. Ja, ich hatte gehofft, dass er ein bisschen besser durchkommt. So, gut gemacht da. Pedro. Kann jetzt überhaupt. Pedro. Ah, schade. Die Ideen sind immer ganz gut. Diese Außenläufe über Pedro und über gerade Sterne. Jetzt der nächste Ballverlust. Den Ball holt er. Der Freiburger gerade gewesen, aber da konnten wir nichts was machen. Wir laufen zu sehr dem Rückstand hinterher momentan. Rezudorn. Wir sind dran, aber wir sind drin in der Partie. Höfler. Ja, Ball wieder gewonnen. Und Novoa. Und Schlücken. Er ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Wir sind so weit drin in der Partie. Wir nutzen doch ihre Chance. Loch und ihre Chancen nicht. Ja, den muss er besser erklären. Und gar nicht eingreifen. Perry. Keine echte Gefahr. Ich bleib hier beim Spiel. Also steht 1-0 für Freiburg und das Ding ist so ein bisschen schmeichelhaft. Wir sind drin in der Partie. Wir haben ja die Chancen, aber die nutzen sie. Noch nutzen wir sie nicht. Greffo. Ja. Ja, es kratzt so ein bisschen. Jetzt sich das 2-0 kassieren. Oh, da macht er sich lang, ganz sicher. Ecke SC Freiburg. Wieder die kurze Variante. Nein, diesmal die lange. Und dann ist halt Pause. Das ist der Pfiff. Jetzt geht's erstmal in die Pause. Hier im Europaparkstadion. Man hat so ein bisschen die Chancen, aber sie kriegt sie momentan noch nicht genutzt. Man ist dran, aber. Halbzeit Nummer 2, Anstoß. Dieser Freiburg wieder früh für mich gegriffen. Sie war gut rausgespielt, aber sie war halt. Sie wackelt, so ein bisschen. Kiri hat da gut dazwischen gegangen, aber nicht. Ja, schade. Höfler. Gregoritsch.
Und Freiburg macht es, aber die kriegen es wieder jedes Mal gekontert. Diesmal nach Perrin, hör an mir. Läufst du da nicht vorbei, dann darf dieser Ball nicht kommen. Und das hat er Glück gehabt, dass Andresen da den. Dass Morgana ein bisschen aufpasst, dass der. Sie lassen den Ball gut Eckloff. Laufen, schwer für den Gegner. Eckloff. Da könnte was entstehen. Eckloff! Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Mann. Schade. Muru. Gregoric. Geht dazwischen. Gut gelöst da. Ball geht durch. Pedro Carvalho. Die Ecke, die Flanke kommt aber nicht gut. Ja, das ist nicht ganz mit gerecht, dass er den Rückpass spielt, den kurzen. Ach, Mann. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Einwurf für den SC. Ja, Punkt wäre schön. Also, wenn wir, natürlich wäre Sieg schön, aber es ist schwierig. Es sind noch halbe Stunde noch. Schuss! Gut, wie er den Ball abblockt. Super. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt Kläfisch. Der Konter. Und dann ist es nur. Ne, Eckloff ist es. Entschuldigung, nicht nur Rohr, Eckloff. Geht er rein! Kein Problem, ganz sicher. Und Flecken hat immer noch ein bisschen was dagegen und zu sagen. Er geht in den Strafraum. Der geht rein! Ja, nicht rein, aber diesmal ist er drin. Nummer 1-1. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Yes! Endlich kommt die Ecke mal auf den kurzen Pfosten. Löst sich von seinem Verteidiger, Kollege, von dem Verteidiger. Und dann ist es das 1-1. Die Freiburg in zweiter Mannschaft war bisher, aber jetzt war man in der dritten Liga gebügelt. Aber die Bundesliga, wie gesagt, eigentlich einer der stärkeren Absteiger. Sie ist ja zweiter momentan in der echten Liga. Ja, schade. Ja, Eckloff. Nee. Ballverlust. Helfer, Mann. Ja, kriegt er den. Ja, Novoa. Außenpfosten. Schon wieder. Flecken war dran. Und damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Aber davor die Parade. Die war natürlich sensationell. Also über einen Mangel an Torchancen kann sich niemand beschweren. Ja, ist ja nicht so, dass wir die Chance nicht hatten. Wir kriegen sie bisher nur nicht rein. Steht unentschieden, es ist alles offen. Jetzt ist der Platz da. Oh, ist das bitter. Nicolas Höfler. Höfler. Müssen wir genau hinschauen. Er ist noch heiß. Und wieder. Und wieder. Was für ein Ding von Hoffmann. Wie dürfte den jetzt hat hier? Super Aktion von Keeper. Was für eine Parade. Carvalho. Sie greifen an, man spürt, diesen Schwung wollen sie jetzt auch vor dem gegnerischen Tor nutzen. Ah, ist das bitte. Da wäre Platz für einen Konter. Das ist bitter, weil das ist ein Fehler. Da war die Chance für den Konter da, aber so. Ja, gut gelöst. Eckloff. Pedro! Und jetzt dieser tolle Nein! Das war ein ganz, ganz schlechter Ball. Den hätte viel besser ausspielen müssen, vielleicht noch ein bisschen geben können. 4 Minuten bleiben hier noch. Immer noch dieses Remis, aber noch wäre hier Zeit für den Sieg. Vielleicht wäre da was drin gewesen. Gehen Sie da dazwischen. Vincenzo Grifo. Da ist nochmal die Chance jetzt auf den Sieg. Es gibt eine Ecke. So, es gibt ja noch Gelb hinterher. Und jetzt gibt es hier noch Gelb. Für Piri. Gerade erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Der wäre gut gekommen, Ecke. Aber der Schuss wird abgeblockt. Nächste Ecke jetzt. Ecke kommt in die Mitte. Ich damit. Es gibt noch mal. Oh nein, er gibt wirklich in der 92. Minute noch den Elfmeter für den SC Freiburg. Und damit sind es tatsächlich, wenn er Pech hat, 8. Ja, komm schon, ey, da kannst du mich.
Oh, ist das unverdient. Jetzt wollen sie erneut in Führung gehen. Ginter! Oh, das sind 8 Punkte. Es ist unverdient. Toller Elfmeter, kalter, eiskalter Elfmeter. Hier nochmal die Wiederholung. Torwart fliegt in die Ecke, Schuss kommt in die Mitte. Er trifft halt recht. Boah, das ist bitter. Und damit schlägt der Tabellenführer den Verfolger. Matthias Ginter, 92. Der Elfmeter ist halt... So, wir haben den Schusspfiff in diesem Spiel. Für die Gäste wird es also in der Liga am Ende eine Niederlage. Heute ist es am Ende also nichts geworden in der Liga. Sie müssen sich hier mit der knappen, mit der hauchdünnen Niederlage abfinden. Kleinigkeiten haben gefehlt, haben den Ausschlag gegeben, aber das wird sie auch nicht trösten. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Es ist so unverdient. Es ist so unverdient. Wir hatten sie. Wir waren dran, wir waren drin in der Partie, wir hatten sie. Sie hatten zwar ihre Chance, aber wir hatten halt bessere, auch relativ gute Chancen, kriegen das Ding mit der Ecke. Und dann kriegst du in der 92. Minute einen Handelfmeter gegen dich und verlierst das Spiel mit 1-2. Ja, ich denke mal, es wird nichts werden. Mit Platz 1 in der zweiten Liga, wenn wir es schaffen sollten. Boah, ist das bitter. Es tut weh. Es tut schon irgendwo weh. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber du bedenkst, dass du auch noch zweimal Pfosten triffst dort. Ja, wir zahlen gerade so ein bisschen Lehrgeld. Also wie gesagt, wir sind jetzt erstmal, was die Spitze ist, da ist raus aus Dings. Wir müssen jetzt wieder reinarbeiten. Nach 3 sieglosen Spielen, nach 3 Niederlagen, Moment. Nach 3 Spielen ohne Niederlage geht es jetzt heute tatsächlich mit der Niederlage weiter. Nächster Gegner ist der SC Paderborn. Ja, wir sind jetzt ganz, ganz rausgerutscht erstmal. Wir sind jetzt nur noch 6. Wie gesagt, die Spitze auf Freiburg ist jetzt 8 Punkte weg. 2-1 haben wir verloren, unser Spiel jetzt. Müssen wir gucken, dass wir zumindest wieder reinkommen in diese Saison. Es sind nur 2 Punkte auf Fürth, also noch tut nichts weh, aber es ist halt bitter gewesen, muss ich sagen. Die Niederlage, die war richtig, richtig bitter. Genauso wie die gegen Karlsruhe, die mit der 17. Na gut, nächster Gegner ist der SC Paderborn und da gucken wir, dass wir vielleicht uns wieder so ein bisschen in die Erfolgsspur zurückarbeiten können. Bis dahin, ciao.